Hallo liebe YouTube-Community, mein Name ist Oliver und aus aktuellem Anlass möchte ich heute mein Statement zu den wirklich grausamen und schrecklichen Ereignissen beim Amoklauf von Winnenden abgeben. Doch zunächst einmal gilt natürlich mein tiefstes Beileid den Betroffenen und Angehörigen, denn für mich ist das Ausmaß dieser willkürlichen Gewalt absolut unbeschreiblich und unbegreifbar. Als ich gerade die offizielle Pressekonferenz gesehen habe, habe ich mich als Stimme der heutigen Jugendkultur verpflichtet gefühlt. Und auch als Betreiber von HaloBase.de, einer Community, die sich rund um eine Ego-Shooter-Trilogie dreht, gibt es gewisse Dinge, die ich sagen möchte und die mir wirklich auf dem Herzen liegen. Ego-Shooter haben in Form von Ballerspielen und Killerspielen heutzutage in der Politik so viele Namen bekommen und es wird oft versucht, gezielt Personen mit falschen Informationen über die Medien zu beeinflussen und das ist einfach so nicht akzeptabel. Und ich möchte dagegen angehen, bevor die Diskussion um die bösen Killerspiele wieder in Gang gesetzt wird. Denn auffällig ist, dass heute in der Berichterstattung und auch auf der offiziellen Pressekonferenz wieder die bösen Killerspiele in Verbindung zu dieser Bluttat gebracht wurden. Und das ist einfach nicht korrekt und es ist einfach nicht fair, denn wir sind keine potenziellen Amokläufer, genauso wenig wie der gemeine Fußballfan im Stadion aus Prinzip ein Hooligan ist. Und wie schon erwähnt, wird hier einfach versucht, Teile der heutigen Jugendkultur über die Medien in ein schlechtes Licht zu rücken. Und das ist absolut inakzeptabel für uns und es sei einfach gesagt, dass wir uns in sozialen Netzwerken zusammenschließen, wir sind sozial engagiert, wir geben unser verdientes Geld für gemeinschaftliche Veranstaltungen aus und für uns sind Videospiele kein Ventil, um unsere Aggressionen auszulassen, sondern vielmehr eine Möglichkeit, Atmosphäre intensiv zu erleben. Sie sind eine moderne Form des Sports für uns und sie sind einfach ein gemeinsames Hobby und dennoch wird unter der Verleugnung von wirklich kritischen Fakten oft versucht, das Ganze in ein schlechtes Licht zu rücken. Unser Hobby, unser modernes Verständnis von Sport wird einfach gezielt von uninformierten Personen, die oft höheren Alters sind, in ein schlechtes Licht zu rücken. Und das, obwohl wir sowieso schon den ganzen Tag gegen diese schlechten Vorurteile zu kämpfen haben. Die Frage ist doch vielmehr, wieso wird das Thema nicht mal viel differenzierter betrachtet? Wieso werden die zentralen Ursachen oft einfach verkannt? Neben der reinen Willkür solcher Bluttaten ist doch irgendwie auffällig, dass jedes Mal in Verbindung mit einer solchen Tat auch der Täter Zugang zu Schusswaffen hatte. Warum wird dort nicht angesetzt? Und auch die Tatsache der medialen Berichterstattung sollte nicht einfach außer Acht gelassen werden, denn früher war eine solche Tat sicherlich weniger reizvoll für Personen mit labilen Persönlichkeiten, wie ich sie einschätze, die versuchen, mit so einer Tat Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn durch das Internet verbreitet sich eine solche Tat heutzutage in wenigen Stunden. Das war damals einfach nicht der Fall. Und ich finde einfach, das sind die Punkte, an denen man bei einer solchen Diskussion ansetzen sollte. Und ich finde, es ist nun an uns allen, den Blick nach vorne zu richten. Und deswegen möchte ich euch auf den Weg mitgeben. Achtet auf eure Mitmenschen, achtet auf die Zeichen und vor allem achtet einander und wehrt euch gegen diese vorherrschenden Vorurteile. Denn es ist an uns, das Bild unseres Hobbys in der Gesellschaft wieder gerade zu rücken. Und deswegen möchte ich euch bitten, schickt dieses Video weiter und vor allem betreibt Aufklärung. Wenige Einzelfälle haben das Bild unserer weltweit ausgelebten Leidenschaft zerstört und es ist nun an uns, dass wir das rehabilitieren müssen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!